So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und ihr seht schon auf der wunderschönen Rückseite, wirklich wunderschön, ich habe ein Wilds von Eldraine Pre-Release Kit zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Aktuell kann ich mir so Dinge leider nicht leisten. Ja, gucken wir mal rein. Das Kit wurde mir von dem guten Fischkrieg zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür, Ralf. Und ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, wie ihr wisst, ich bin aktuell in einer beschissenen Situation. Aktuell sieht es auch so aus, dass ich da erstmal nicht rauskomme, weil die Versicherung nicht zahlen will. Weil, wer es nicht weiß, mir wurde in Köln mein Auto aufgebrochen. Und beziehungsweise nicht aufgebrochen, es wurde halt elektrisch geöffnet. Und mir sind meine neue Kamera, die ich euch neulich gezeigt habe, meine Mikrofone, die ihr manchmal kennt, für Gameplay und ähnliches, alles geklaut worden. Und ja, jetzt stehe ich vor einem dicken Haufen Kosten, die ich nicht weiß, wie ich sie tragen soll. Dementsprechend, wenn ihr mich unterstützen wollt, ich bin bei sowas immer ganz, ganz schlecht, gerade wenn es darum geht, irgendwie um sowas zu fragen, guckt mal bei Patreon rein, wie diese Leute es getan haben. Diese Leute unterstützen mich monatlich mit einem gewissen Betrag. Beim Thalia-Tier kriegt ihr noch so ein kleines Dankeschön-Paket zugeschickt. Also ein Booster und eine unterschriebene Karte. Es ist nicht viel, es ist nicht großartig. Und ja, fühlt euch nicht gezwungen, wenn ihr irgendwie das machen könnt. Irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich habe 3 Euro, 7 Euro, 50 oder 8 Euro und 15 Euro oder so. Wenn ihr mich da irgendwie unterstützen könnt und wollt, irgendwie wäre ich sehr, sehr dankbar. Und ich bin jedem dankbar, der hier steht und mich unterstützen kann. Fühlt euch aber bitte nicht gezwungen. Es ist, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, Daumen nach oben geben dem Video und das teilen und liken und anderen Leuten zeigen. Das würde genauso helfen. Ja, soviel dazu. Kümmern wir uns um was Cooleres, was Hübscheres, was mir das mehr Spaß macht. Und zwar Wilds von Wildnis von Eldraine. Wilds von Eldraine. Ja. Gucken wir uns mal das Pre-Release Kit an. Wir haben hier: Liebe Leute von Wellstadt, begleitet mich hinaus. Verlassen wir die Straßen und die Winken dem letzten Hau. Und winken dem letzten Haus. Über Fluss und über Stein, verzaubert selbst im Mondschein. Folget mir tief in die Wildernis hinein. Ja, das ist hier hinten der gute Dude, der da am Trompeten ist. Und ja, wir gucken mal rein. Das Ganze ist jetzt keine richtige Pre-Release-Challenge. Das heißt, ich werde nicht unbedingt Preise raussuchen, glaube ich, oder so. Oder ich am Ende zumindest irgendwie Preise dranhängen, ist kein Problem. Aber ihr könnt mal in die Videobeschreibung schauen. Dort stehen auch andere Personen, die auch Previous Kits aufgemacht haben, die sich in einem richtigen Battle befinden. Ja, da könnt ihr mal reinschauen. Wir haben hier einen Würfel mit einem Buch. Hier haben wir, was ist das denn? Ja, irgendein Paper ist da drin. Nee, egal. Und ja. Gucken wir mal rein. Hier fällt alles rum. Hier haben wir die wunderschöne Anleitung und okay, kenne deine Rolle. Magier, königlich, junger Held, böse, Monster und verflucht. Das sind Rollenkarten, die hier drin sind. Da haben wir einen Code, da haben wir einen Schlangenwesen, irgendwas. Und hier haben wir die Promo. Gucken wir direkt in die Promo rein mit dem guten Paper Booster. Paper Booster hier einfach beste. Ah ja, Monster Hexer. Spannenderweise, es gibt keinen richtigen Hexer, es gibt Magier, königlich, junger Held, böse und verflucht, genau, und auf Abenteuer. Die habt ihr überall drin. Wichtig ist, wie gesagt, Hexer- bzw. Magier-Rolle ist die Hexer-Rolle. Das ist relativ wichtig. Und unsere Promo ist Suchender Druide. Zweimal eine 1-1, wenn du einen Zauberspruch wirkst, der was? Weiß, blau, schwarz oder rot ist, also nicht grün, legen wir nur 1-1 mal drauf. Und für 2 Mana können wir 2 Karten aus dem Deck exilen, nächsten Endstep spielen. Ja, keine Ahnung, ob der teuer ist, keine Ahnung, ob der was wert ist. Ist auch in dem Moment egal. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Und wir gucken mal weiter, was wir ziehen. Wie immer bei diesen Packs, wenn es ein bisschen größer bzw. mehr Packs sind, ich gehe so ein bisschen durch, gehe so ein bisschen auf die Kamens und Ankamens ein, aber ich werde nicht jede einzelne vorlesen. Nicht wie wenn ich einzelne Booster aufmache, die aktuell auch auf sie warten lassen, weil ich erst Booster irgendwie kriegen muss. Obrey ist, by the way, eine richtig coole Karte. Die Feenwesenkriegerin hier ist richtig nice. Das ist, oh mein Gott, die ist so broken eigentlich. Dann haben wir Betäubende Tiefen und Meervolk-Zauberer. Es gibt Meervolks, nice. Baron Wuselfleisch, eine Rattegesinde und Abbild Aneigner.
211 fliegend einen Ferry. Tappen ziehen eine Karte, wirf eine Karte ab. X Mana wird zu einer Kopie einer Kreaturenkarte. Außer ist eine nette Karte. Dann haben wir eine Verzauberungskopie. Wir können die Kopie als eine Kopie von einer Verzauberung reinkommen lassen. Ui, die ist hübsch. Die ist wirklich hübsch. Und ein Wald und ein Abenteuer. Ja, wie ihr seht schon, hier sind manchmal diese, also immer mindestens eine dieser Verzauberungen drin. Hexe des Winters ist hier drauf. Die sind tatsächlich teilweise, wenn sie im Manga-Artwork sind, tatsächlich was wert. Ansonsten sind es halt die üblichen Verdächtigen, die halt da ein bisschen was wert sind und die üblichen, die halt nicht so viel wert sind. Und dann gehen wir mal weiter. Bubu Störenfried, geil. Einschneiden, eiliges Studium. Okay, sagt mir nix. Und ein wendiger Otter in einem sehr coolen Artwork. Ich weiß, wer den haben will und ich weiß, wer den von mir bekommen wird. Sehr, sehr cool. Mit Bravour und können, ansonsten kann ich blocken und mit X machen. Sehr, sehr hübsche Karte. Oh mein Gott. Und ein innerer Drang. Für 2 Mana werfen eine Karte ab, ziehen eine Karte. Oder für 2 Mana opfern wir, ziehen eine Karte. Sagt mir nichts. Sagt mir nichts. Dementsprechend wahrscheinlich nicht so teuer. Beziehungsweise auch nicht so gut. Gehen wir mal weiter. Gucken wir mal rein. Ich war jetzt heute beim Giant Pre-Release Judge. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu judgen. Eine Maus. Und muss sagen, finde ich auch eine sehr, sehr coole Karte. Okay. Es gibt auch irgendwo einen Bug in der Karte. Kälte erliegen, tappe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Lege auf jede davon eine Betäubungsmarke. Okay. Er muss mindestens eine Karte haben, ist glaube ich hier. Das war sogar die Bugkarte. Dann haben wir geniales Wunderkind. Mensch, Zauber. Ist das ein Mensch? Wow, ich habe echt gebraucht, um herauszufinden, ob das ein Mensch ist. Ein Mana und X mit Schleichen. Die Kreatur kann nur von Kreaturen mit stärkerer Größe, Stärke nicht geblockt werden. Kommt X plus 1 Mann rein. Zu Beginn ist der Gesamt, falls da ein oder mehrere plus 1 Mann drauf sind, kannst du eine davon entfernen, falls das tust, die Karte. Dann haben wir Ausbreitendes Meer. Ja, die Flucht der Prinzessin. Ein Gebirge, eine Speise. Hälfte haben wir geschafft. Ja, das Pre-Release sah sehr cool aus. Die Leute waren sehr happy. Die Leute hatten wirklich, wirklich Spaß anscheinend. Was ich schon mal gut finde. Und das Set soll sehr, sehr, sehr cool sein zum Limited-Spiel. Und das kann ich bisher bestätigen, was ich da gesehen habe. Ui, die Hunde. Sehr cool. Und Neva, was machst du denn? Zauberungskarte. Flucht der Prinzessin. Das ist so ein Blinkeding. Und gehörnter Lochwal. Bitte was? Gehörnter Lochwal ist ein 6-Mana-6-6 Aufblitzen mit Abwehr 2. Das heißt, wenn man jetzt Ziel von Zauber oder Fähigkeiten setzt, muss man 2 Mana bezahlen, sonst wird der Spell gekontert oder die Fähigkeit. Und der kommt getappt ins Spiel, es sei denn, es ist dein Zug. Was? Der Besitzer kann für 2 Mana können wir auch Lagunenbresche spielen. Der Besitzer einer angreifenden Kreatur, die du nicht kontrollierst, legt sie auf oder unter seine Bibliothek. Nicht schlecht. Und das ist ein rüstiges Studium. Rustic Studies. Sehr, sehr cool. 3 Mana Verzauberung. Wenn ein Spieler eine Karte spielt, können wir eine Karte ziehen. Es sei denn, Beherrscher zahlt 1 Mana. Das ist eine der teuersten 3, glaube ich, in diesem Slot drin. Sehr, sehr geil. Rustic Study, mega. Kann ich direkt austauschen. Ich habe es nämlich im Commander drin. Und ich bin so jemand, der es im Commander spielt. Und ich würde gerne diese Version im Commander spielen, bin ich ehrlich. Kaching, kaching. Not bad. Was? Kannst du 2 bezahlen? Choose, tap eine Karte. Okay. Eingreifen. Harlicher. Eselhafte Eskapaden. 4 Mana, wir können ihn als Spontanzauber wirken, für 2 Mana mehr bezahlen. Und wir erzeugen für jede Kreatur, den Gegner kontrolliert, einen verflucht Rollenspielstein. Verflucht sagt, diesen 1-1 haben keine Effekte. Eine sehr, sehr starke Commander-Karte, wenn ihr mich fragt. Wirklich gut. Und ein Rest in Peace, in Frieden ruhen. 2 Mana, wenn wir ins Spiel kommt, schicken wir alle Friedhöfe ins Exil. Und wenn eine Karte in den Friedhof geht, wird sie stattdessen exiliert. Ja, sehr, sehr cool. Also bisher
das ist ein gutes Respect. Also ich habe keine Ahnung, was ich hieraus bauen würde, ehrlich gesagt, weil hier passt nichts zusammen. Ich glaube, ich habe ein bisschen was am Blau. Blau ist, glaube ich, ganz okay, was ich bauen könnte. Grün vielleicht. Aber sonst, aktuell habe ich noch keine Ahnung, was ich bauen würde. Dementsprechend, mal gucken. Doch nicht tot. Ist übrigens eine mega brokene Karte. Die sagt für ein Schwarzes immer, wenn eine Kreatur in diesem Zug stirbt, also eine Kreatur in unserer Wahl, die wir aussuchen, bringen wir sie stattdessen getappt zurück und legen eine +1/+1 Marke, nee, eine Rolle, böse Rolle Spiele drauf. Böse Rolle gibt +1/+1 und wenn sie stirbt, fließt ein Schaden. Die ist so gut im Modern, im Scam, Entschuldigung, im Evoke. Wirklich, wirklich gut. Dann haben wir, die ist auch gut, der selbstgeladene Gast mit Eile und sie macht noch Dudes und monströser Zorn und Eroberungszug der Lichtritter. 5 Mana Hexerei, wir opfern eine beliebige Anzahl an Kreaturen, Artefakte und oder Spielsteine und bringen so viele Kreaturen aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Das könnte stark sein. Und nochmal ein innerer Drang. Ja, also ich würde hier wahrscheinlich irgendwas mit Grün bauen, mit Blau bauen, mit dem Otter, mit den ganzen Verzauberungen, so ein bisschen Kontrollstar. Sowas hier, der hier ist halt richtig strong. Für 2 Mana können wir zusätzlich Land spielen, können dann für 5 Mana und 5 Vierer spielen. Das ist stark. Das ist cool. Ob sich das value-mäßig, also monetarisär gelohnt hat, seht ihr jetzt hier. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, bitte, bitte, bitte schaut bei den anderen Leuten, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, vorbei. Die machen bei so einem Battle und ich würde mich da halt so gerade reinsneaken und lasst denen auch einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr mir auch einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren hilft immer und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.